Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die drei Fragezeichen der Fotosflaschenteufels. Hallo. Hast du Rückenschmerzen? Nein. Ja, wir haben uns ein bisschen sehr von der von der Flasche. Flasche irritieren lassen. Die ist nämlich noch gar nicht dran. Wir mussten nämlich gerade mal kurz nachgucken, aber nicht viel. Zum ersten Mal übrigens hier im Ja, Let's weil Play. wir noch gar nicht die nächste Flasche finden können. Deswegen sind wir ein bisschen blöd. Also wir müssen tatsächlich erst dieses Rätsel lösen. Das hat nichts mit der Flasche zu tun. Und zwar geht es ja darum, hier reinzukommen. Richtig. Oder hängt eine Markise. Wenn sich die Markise ausfahren ließe und als stabil erweist, könnte ich sie als Zwischenstopp verwenden. Und das ist das Rätsels Lösung. Jetzt, Richtig. da wir das wissen, können wir wahrscheinlich auch die Sachen hier aufsammeln. Wahrscheinlich. Ah. Ah. Okay. Okay. Gut. Drei. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich auch weiter. Ja. Ich war eher auf Leiter. Die Markise ist so Ich war stabil, eher dass auf ich nicht Leiter. Ich ins war voll Gewicht auf falle. Leiter gestern. Ich lasse mich nicht verarschen. Ich reiche nicht heran. Er reicht immer noch nicht heran. Korrigiere. Ich bin mir sicher, dass das Video hier, es wäre unklug, sich von einem Baum. Ja. Korrigiere. Ja, ist immer weiter. Er reicht nicht heran. Wie können wir denn Justus verlängern? Geh doch mal zu dem Bauzeugs da hinten hin. Da brauchen Ja, wir einen genau. Eimer oder so. Kannst du da mal unter dieses Gebramsel unter dem roten Vorhang klicken? Was da? Ja? Okay, da passiert nichts. Leider nicht. Ich wollte ja nur, dass du da mal hinklickst. Ja, ist doch in Ordnung. Irgendwie eine Art Podest oder so. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Kletter auf den Und Vorsprung. ah. Ah. Geht doch. Entweder Silva hatte Hilfe oder er hat sich an den Bauarbeitern vorbeigewagt. Die Szenerie kommt mir bekannt vor. Leider sind beide Vögel ausgeflogen. Ja, aber es ist genau der Raum. Ja, es ist derselbe Diesem Raum. Tisch muss das Aufnahmegerät gestanden haben. Silva ist technisch besser ausgestattet als gedacht. Woher er das Equipment wohl hatte? Aus dem Elektromarkt? Vielleicht. Die Holzwolle diente wohl dazu, die Kiste aufzufüllen und die Flasche darin vor einem Bruch zu bewahren. Pinsel. Hier scheint Silver die Flasche zwischenzeitlich abgestellt zu haben. Offenbar ist Flüssigkeit an ihr heruntergelaufen. Daher der Kreis. Vermutlich nicht ihr Inhalt, sondern etwas, womit der Pinsel getränkt war. Gummihandschuhe. Benutzt und weggeworfen. Offenbar hat Silver sie zum Schutz getragen. Hier geht es um giftige Pflanzen. Oh, Poison Ivy. Was Das denn? ist Gift-Efeu. Der Blätter Ja. 3 geht daran vorbei. Sehr schön. Ja. Ist auch von Justus. Ja, genau, von Phonophobia. Silver hat sich für natürliche Gifte interessiert. Der blaue Eisenhut ist nur ein Beispiel. Mal sehen. Lange vor unserer Zeit fanden die getrockneten und gepulverten Wurzelknollen Verwendung, um daraus ein Extrakt herzustellen, das sogenannte Azonit. Auf ein Kopfkissen oder in Handschuhe geträufelt, entfaltete es seine schädliche, mitunter tödliche Wirkung. Was ist der Unterschied zwischen Eisenhut und Wolfsmund? Das weiß ich doch Es nicht. bezeichnet das gleiche Gewächs, auch bekannt als Akonitum. Okay. Harry Potter und der Stein der Weisen, Zaubertränke, erste Stunde. Schön. Keine Ahnung, für welches Gift sich Silver entschieden hat, aber das nenne ich mal einen Fluch. Tod durch Berühren. Ein Kontaktgift. Silvers Buch aus unserem Gästezimmer. Ich erkenne nur Notizen in einer Sauklaue und Skizzen voller alchemistischer Symbole. Außerdem Gedanken zu einem Hilferuf in Notfällen. Man könnte meinen, Silver habe beim Teufel eine Reiseversicherung für Piraten abgeschlossen. Natürlich. Ja, ist denn noch was? Nö, ne? Glaub. Wahrscheinlich nicht. Dann haben wir jetzt aber nicht wirklich viel Neues rausgefunden, ne? Nö, außer dass halt mit Vermutlich kommt Kontaktgift Silver noch am arbeitet. besten über die Fassadenleitern in sein Versteck, wenn die Bauarbeiter Pause machen. Aber mit der Kiste bepackt wieder hinaus?
Das dürfte mit seinem Bein fraglich sein. Also muss er einen Geheimgang hier irgendwo haben. Der Spiegel ist ja noch so auffällig, ne? Naja, aber ich kann da nichts mit machen. Ein Bauarbeiter kannst du auch nicht. Ich fasse hier lieber nichts an. Ich hoffe, man bemerkt mich nicht. Tja, aber ich darf... Unfassbar! Silver plante hier in Seelenruhe einen Giftanschlag. Ich weiß nur, er hat es nicht auf Mrs. Snow abgesehen. Will er wahllos demjenigen schaden, der die Flasche gewinnt? Telefon. Hallo Erster. Ich fahre gleich mit Peter zur Praxis von Jasmine Talbot. Vorweg eine Frage. Kann es sein, dass die Visitenkarte mit dem Abdruck gar nicht Silver gehörte, sondern dass Jeremy gelogen hat wegen seiner Arrhythmophobie? Du meinst, er ist statt Silver in Behandlung und hätte sich dessen gegenüber Peter geschämt? So in etwa, ja. Nein, Bob, das halte ich für ausgeschlossen. Mittlerweile habe ich den Abdruck in einem Drohbrief an Mrs. Snow identifiziert und eine Verbindung von ihr zu Silver und dem Flaschenteufel herstellen können. Die Eventmanagerin wird bedroht? Von Silver. Außerdem scheint er einen Giftanschlag zu planen. Aber Blackie ist wohl auf. Ich habe ihn in einer Videobotschaft gesehen. Leider hat Silver den Aufenthaltsort gewechselt. Lass mich das ausführlich erläutern. Ah, da ist Peter. Okay, Justus, dann ermittle weiter in Santa Monica, während wir versuchen, mehr über Silver und seine Denke herauszufinden. Wir tauschen uns dann später aus. Warum war Bob so kurz angebunden? Egal. Letztendlich hätte er noch gesagt, alles klar, Chef, dann stell den Flaschenteufel sicher, bevor er Schaden anrichten kann. Ja, schön. Ja, das wundert mich auch total, dass Bob Justus nicht länger zuhören wollte und die ausführliche Erläuterung übersprungen hat. Dürfen wir jetzt raus? Wahrscheinlich. Nein, dürfen wir nicht. Du musst ja auch in die andere Richtung. Besser, ich warne Mrs. Snow vor. Ich dachte, du wirst aus dem Fenster raus. Ja, will ich wir ja. Wir sind ja auch nicht durch das Fenster rein. Ach so, ich soll telefonieren. Ja. Ich habe die Nummer gemerkt. Das war toll. Besetzt. Sie ist schon tot. Dann raus. Besser, ich warne Mrs. Snow vor. Kann ich ja nicht. Oder ist das Bobs Nummer? Nein, das ist die gleiche Nummer, die wir vorhin gewählt haben. Ja, aber wenn sie es besetzt hat, was soll ich dann machen? Besetzt? Wenn sie besetzt hat. Ja, dann kann ich ja nicht abhauen, warte mal. Ja, das ist gut. Dann musst du was anderes tun. Danke für diesen Hinweis. Ja. Ist die letzte Flasche irgendwo? Tja. Kann ich mich durch den Spiegel? Machst du bitte noch mal dein Handy an? Nee. Doch. Schau mal, ob du auf... Mehr kann ich nicht tun. Auf den Löschen-Knopf kannst. Es passiert immer das Gleiche. Das hat keinen Zweck. Besser, ich mache, dass ich schnell hier rauskomme. Ich musste es dreimal probieren. Doch so einfach gestaltet sich der Rückweg für Justus nicht. Ob die Markise der Belastungsprobe ein weiteres Mal schon tät. Ich hoffe, derlei Stürze erhöhen das Denkvermögen. Auf jeden Fall schärft das Missgeschick meine Sehkraft. Im Gebüsch liegt eine Flaschenpost. Aha. Ah. Flup, flup. Oh, dabei scheint es sich um Silvers Reiseversicherung zu handeln. Er muss seinerseits gestürzt sein und die Flasche hier verloren haben. Hinter dem Ende der Welt müsste es nicht... Nach dem Ende heißen? Eine Karte mit Kreuz wäre hilfreicher gewesen. Bestimmt hinter einem Bild. Das Ende der... Das Schild! Das Ende der Welt! Stimmt! Und dahinter! Sehr gut, Schatz! Ja! Scharfsinnig kombiniert! Richtig! So,
So, wie komme ich jetzt zurück? Dafür bist du noch nicht scharfsinnig genug. Woody Stacks. Justin? Von dem Fauxpas abgesehen, verstehe ich jetzt Silvers Hinweis, dem Klabautermann auf den Grund zu gehen. Hi Bob, Peter und Justin. Ja. Ich habe euren Mann in Santa Monica Pier bemerkt. Er besaß die Frechheit, einen Plastikbeutel ins Wasser zu werfen. Der ging gleich unter. Die Angler grummelten nur. Der Officer dort meinte, ihn interessierten eher große Umweltsünder. Und das in einer Stadt, in der Fußgängern bei Strafe untersagt wurde, Straßen abseits von Überwegen oder Ampeln zu passieren. Hm. Dann müssen wir das wohl wieder rausangeln. Ja. Dann gehen wir jetzt angeln. Erstmal guck doch auf das Schild. Ja, gleich. Ich wollte das Spielchen machen. Ja, okay. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht und erbitte dafür, mein Glück zu versuchen, ohne für Fehlversuche zahlen zu müssen. Haben wir einen Deal? Ich werte das als ein Ja. Sehr schön. Herausforderung angenommen. Wie lautet die Vorgabe? Ach Gott. Ja, muss ich jetzt nicht was vorgeben? Klick mal. Hat gut gemacht. Ja. Die nächste. Ha! Mächtig schwer. Gerade so. Ja. Ich hab falsch gemacht. Darf ich mal? Ja, ich bin so doof. So. Das war falsch. Aber fast hat's gestimmt. Ach, nochmal da, okay. Oh, falsche Flasche. Das war falsch. Ja, falsche Flasche, Entschuldigung. Noch ein. Okay, noch ein. Oh, noch ein. Das war einer zu viel, glaube ich. Moment, ich muss mich konzentrieren.
Das war's immer noch nicht. Jetzt habe ich mich vertan, Entschuldigung. Ja. Immer noch nicht. Oh, Ist Alter, ja gleich durch. wie lang ziehen sie das denn? Einer zu früh, glaube ich. Ich heule gleich. Scheiße, Moment, hör mal auf. Ja. Es geht immer noch weiter. Du kennst das Lied, oder? Nö. Oh, es hört sich aber schief an. Geht immer noch weiter. Ich drehe bald durch. Ja, kommt aber immer viel. Ach. Okay.
Scheiße. Wir uns die zwei, okay. Ich hab's gleich. Ja, das wäre schön. So, okay. Es ist leider immer noch nicht vollbracht. Warte mal. Es fehlen noch 4 Töne. Okay, ich hab's. Meinst du? Ja, ich glaube, ich weiß auch die letzten 2 Töne. Kommen noch 2? Ja, oh. Und dann ist es rum. Oh Gott. Ich gehe auf der Leitung. Einer von den letzten beiden kommt 2. Meinst du noch? Okay, ja. Jetzt ist rum. Meinst du? Weiß ich. Bin gespannt. Oh. Das war What Shall We Do With The Drunken Sailor? Okay, das habe ich gar nicht erkannt. Entschuldigung, dass es jetzt so lange gedauert hat. Ich glaube, das war ein sehr anstrengender Part zum Angucken. Es tut mir sehr leid. Nein, da kannst du ja nichts für. Wir doch, ich habe Fehler gemacht. Wir kriegen eine Angel. Hoffentlich werde ich fündig, bevor jemand einen Angelschein sehen will. Ich habe mein Bestes getan. Ja, da sind leider Fehler drin. Nein, das hast du. Ich glaube, ich hätte das nicht hinbekommen. Ohne Angelerlaubnis meide ich eine Konfrontation mit der Polizei. Okay, dann muss er wohl. Kann er vielleicht innen durchgehen irgendwie? Dann müssen wir ihn weglocken, dass er hierher kommt. Aber wie machen wir das? Ach, hier das Schild. Des Trails wurde ein Ende der Welt. Aha. Und da machen wir jetzt Kombination. Achso. Geht nicht. Hinter, ja, dahinter, also im Wasser. Das meint er damit. Oh, er ist weg. Hier hat Silva Aufsehen erregt. Genau. Ein Tauchgang meinerseits wäre noch auffälliger. Manchmal geht es auch eine Nummer kleiner. Oh Gott. Ein Minispiel. Jetzt mal eins für dich. Muss ich lenken? Weiß ich nicht. Schatz, ich kenne das Spiel auch nicht. Ich auch nicht. Oh. Ein Versuch ist es wert. Ich weiß es nicht. Ich musste vielleicht deinen Mauspfeil, deine Richtungstasten benutzen. Oh Gott, ein Minispiel nach dem anderen hier. Nee, ich kann nur die Maus benutzen. Ich drück mal länger. Ja. Auch nichts.
Tippert. Soll ich da mal hinwerfen? Nee. Vielleicht mal ins Blaue unten. Ganz tief ins Blaue, meinst du? Ja. Da tut sich nichts weiter. Na gut. Unwahrscheinlich. Also muss ich hier irgendwie... Ich muss hier 5 Sachen finden. Ja. Ist das so ein Zufall? Schatz, ich weiß es nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Ich könnte hier auf den Tipp gehen, aber ich weiß nicht. Nee, das kriegen wir selber raus. Da tut sich nichts weiter. Kannst du mal gedrückt halten, mit der Maus rumfahren? Ich glaube nicht. Doch was. Ah, da war was, sagt er. Weiter. Okay. Ich muss anscheinend wirklich Glück haben. Sie sammeln sich ganze Inseln aus Müll. Toll. Dann mal hier. Ein Versuch ist es wert. Okay. Mach mal weiter. Da ist doch was. Dumm. Weiter. Ja. Es kommt der Reifen. Nein. Kein Wunder, dass es im Meer von Mikroplastik wimmelt. Das ist aber nicht Mikro. Das ist Makro. Ja, ja. Unwahrscheinlich. Okay. Nicht so, ne? Das heißt wahrscheinlich, du bist in der Nähe. Da tut sich nichts weiter. Mach mal. Da so? Naja, noch ein bisschen runter. Da, ja. Unwahrscheinlich. Nee, dann gehen wir da hier hin. Damals? Ja? Nein, das will er nicht. Das will er nicht. Da tut sich nichts weiter. Ich gehe mal nach links hier hin. Unwahrscheinlich. Oh. Geh da hin. Ein Versuch ist es wert. Okay, da will er. Da ist doch was. Weiter! Weiter! Ich kenn's schon auswendig. Manche scheinen den Ozean mit einer Mülldeponie zu verwechseln. Dabei kann man Reifen rund erneuern oder umweltgerecht entsorgen. Ja, ich mach mal da. Da ist gut. Unwahrscheinlich. Ah. Vielleicht da? Ich glaube, da warst du schon mal. Da tut sich nichts weiter. Aber oben in der Mitte, genau. Da so? Ja. Unwahrscheinlich. Oh Gott. Wird böse gleich mal kriegt dann. Auch nicht. Da. Da tut sich nichts weiter. Aha. Unwahrscheinlich. Das ist eine richtig spektakuläre Folge. Ja, das ja, es tut mir leid. Da kommt man aus der Aufregung gar nicht mehr raus. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Nein, natürlich nicht. Mir tut es ja auch leid, dass es gerade eben so lange gedauert hat. Vielleicht schaffen wir die Aufgabe noch in der Folge. Oh. Unwahrscheinlich, sagt er ja. Ja. Ein Versuch ist es wert. Oh. Guck, da hinten in der Ecke. Da ist doch was. Weiter. Weiter. Der Stiefel. Nein. Ein Fisch! Das ist doch gut. Und das ist auch eine Niete. Was hat er denn? Hat er Angst vor Fischen oder was? Anscheinend. Wenn sie das Porzellan gewesen wäre, hätte ich es ja noch verstanden. Oh, und ich dachte, jetzt kriegen wir die letzten beiden. Da tut sich nichts weiter. Vielleicht solltest du bei dem Ho mal weiter probieren, wenn er Ho sagt. Meinst du? Weiß nicht. Also wenn das. Okay, dann mach ich da mal weiter. Mach mal. Tut sich nichts weiter. Nee, nee, weil Horn will er nicht. Ein Versuch ist es wert. Da will er. Okay, komm. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Da ja. Ist doch was. Weiter. Aber bitte keine Fische mehr. Ich kann es nicht aussuchen. Das sieht nicht gut aus. Darf ich auch mal? Ja, dann angel du mal, Schatz. Über Geschmack lässt sich streiten. Dann hau mal einen raus. Unwahrscheinlich. Brauchst immer nur klicken. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Wahrscheinlich kriegt ihr einen etwas längeren Part jetzt, damit ihr nicht, damit ihr es hinter euch habt. Ja, wäre wohl besser. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Oh Mann.
Das will er nicht. Ah. Da tut sich nichts weiter. Also langsam, ne? Ja, ich beeile mich ja. Nein, da kannst du ja nichts für. Wir müssen noch drei Sachen finden. Was machen wir? Ach, weiß auch nicht. Wir schaffen das. Ein Versuch ist es wert. Das war fast die gleiche Stelle wie davor. Da ist doch was. Jetzt kommt der Stiefel, pass auf. Ich hoffe. Weiter. Ich sag das Netz. Nein? Es ist die Plastikflasche. 50 Jahre bräuchte eine solche Plastikflasche, um sich zu zersetzen. Jawohl. Ja. So, komm, zwei noch, dann haben wir es aber gleich. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Vielleicht ist es auch scheißegal, wo man reinschmeißt. Ja, das kann natürlich auch sein. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Da tut sich nichts weiter. Ach ja, es ist eine Spannung. Ach, Wahnsinn. Da sagt er gar nichts zu. Ich dachte, wieder ein Haken wäre weg. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Er macht mich jetzt echt wahnsinnig, ne? Ja, so ein bisschen. Nichts weiter. Da ist doch was. Unwahrscheinlich. Nee. Ja. Da tut sich nichts weiter. Da ist doch was. Unwahrscheinlich. Justus. Justus. Hör auf. Tut sich nichts weiter. Ich drehe gleich am Rad. Mach mich nicht wahnsinnig. Du sollst jetzt gefälligst was angeln. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Du kannst mich mal. Da tut sich nichts weiter. Er macht mich wahnsinnig. Unwahrscheinlich. Hat das doch ein Schema und wir haben nur dreimal Glück gehabt jetzt? Oder viermal? Das hat kein Schema. Außer, dass es uns verarschen will. Tut sich nichts weiter. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Wir werden doch jetzt noch die zwei Teile finden. Da tut sich nichts weiter. Vielleicht machen wir doch einen Cut? Ich weiß es nicht. Nee. Nee, machen wir nicht. Weil die Folge... Ist es wert. Oh, du hast was gefunden. Hoffentlich kein Fisch. Wenn es ein Fisch ist, machen wir einen Cut. Ansonsten machen wir weiter. Weiter. Ich sag das Netz. Juhu! Verheddert sich alles. Egal, komm, ob als jetzt den einen. Ja, einen noch, komm. Aber bitte finde ihn. Ja. Ich frage mich nur, was wir von dem Müll überhaupt haben wollen. Nichts. Wir wollen ja eigentlich das rausfinden, was er reingeworfen hat. Ach, wahrscheinlich müssen wir erst alle sechs finden und dann finden wir die Tüte. Unwahrscheinlich. Ja, manchmal will er auch gar nichts sagen. Er ist ja selber sprachlos. Da tut sich nichts weiter. Die meisten waren eher oben, ne? Ah, kann man glaube ich auch nicht so pauschal sagen, ist auch so zufallsbedingt. Unwahrscheinlich. Ich weiß ja auch nicht, wie die das abgesteckt haben da unten, ob das irgendwie ja, das so Pixel genau, ob sich das in Quadraten aufteilt oder was auch immer sie da gemacht haben. Unwahrscheinlich. Ja, wie gesagt, manchmal sagt er auch gar nichts. Nö, da hat er keinen Bock. Ja, das kann ich verstehen. Da schon wieder. Tut sich nichts weiter.
Er redet gar nicht mehr mit mir. Nö, jetzt will er nicht mehr. Wahrscheinlich. Das ist echt. Da tut sich nichts weiter. Soll ich mal wieder gucken? Ja. Vielleicht finde ich ja noch was. Unwahrscheinlich. Ja, wer weiß das denn schon? Ich kann ja mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück. Und da ist was. Hm. Ne? Da? Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Ich hasse ihn so ein bisschen gerade. Justus, komm. Ja, komm, bitte. Da tut sich nichts weiter. Warum eigentlich nicht? Halt nochmal gedrückt und fahr mit der Maus rum. Das hat vorhin funktioniert. Nee. Hm. Überall will er auch nicht, ne? Nee. Der hat mir auch gerade schon gezickt. Vielleicht hat es auch gar nicht mit dem Ort zu tun. Sich nicht weiter. Du meinst, du musst einfach fünfmal die gleiche Stelle finden. Ist das wert? Da ist was. Da ist doch was. Weiter! Ey, wenn das jetzt ein Fisch ist, raste ich aus. Juhu! Der Stiefel! Hey. Beim letzten Gegenstand hat sich eine Plastiktüte verfangen. Die hält sich ja ruhig auf dem ersten Gegenstand verfangen können. Die Spieluhr. Nachher erwischt mich noch der Officer mit dem vielen Müll. Schmeiß er wieder rein. Wir haben es geschafft. Und jetzt machen wir einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.